Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem 40.000 Abo Special. Heftig schon bei 40.000 Abos jetzt. Also echt Wahnsinn. Ich spare mir jetzt einfach dieses ganze Standardgelaber vom gleich zum Punkt. Also vielen Dank an jeden, der mich abonniert hat und unterstützt. Richtig heftig. Ja, was habe ich gebaut? Und zwar dieses Teil hier. Das ist ein Bengaltopf mit einem Kilo NEM, also ein Kilo Bengalmasse ist da drin, das ist grüne Bengalmasse. Bengalmischung, ja genau, hergestellt eigentlich exakt wie in meinem Bengaltopf herbasteln Video, nur halt ein paar Nummern größer mit 1 Kilo Gewicht. Maße sind 10 cm Durchmesser ungefähr und 15 cm Höhe so. Ja, war mal so ein Posterrohr und da habe ich mir gedacht, mache ich mal einen richtig fetten Bengaltopf. Vielleicht noch ein paar Punkte zum Aufbau. Ich habe einfach, wie gesagt, das Posterrohr genommen, hier ein Stück abgeschnitten, dann unten ganz ein Stück zugegipst, so 2 cm, und dann habe ich einfach diesen Eimer Mischung hier angefeuchtet einfach und reingefüllt, wie in meinem Bengaltopf-Video eigentlich, nur eben größer. Genau, das seht ihr jetzt hier rumstehen. Oben ist dann natürlich noch eine Prime-Schicht drauf, das ist dieses schwarze Halbmondartige Ding da oben drauf. Dann stecke ich das Teil mal in Brand. Also Wahnsinn, jetzt erhält die ganze Lichtung. Dreh ich mal kurz im Kreis. Okay, auf dem Video sieht man es nicht so gut. Aber die ganze Lichtung ist hell. Ich hoffe, man kennt auch im Video, dass es grün ist. Also im Real Life ist es wirklich richtig hellgrün so. Auf der Kamera schaut es ehrlich gesagt ein bisschen weiß aus auf meinem Bildschirm hier. Okay, nice. Also hat auf jeden Fall ordentlich heftig gebrannt, vor allem am Anfang. Also da habe ich mir echt gedacht, was ist jetzt los? Da hat das richtig rausgesprüht einfach. Heftig, wie schnell eigentlich 1 Kilo von diesem Zeug verbrennen. Genau, hier sind noch die glühenden Überreste. So schaut es dann aus. Hier, die Hülse verkokelt natürlich bis ganz unten, das steht auf der Gips. Das hat hier ordentlich Verbrennungsabfall hinterlassen. Dann hätte ich das auch mal abgehakt auf meiner To-Do-Liste, einen richtig fetten Bengaltopf zu bauen. Genau, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.